Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu One Deck Dungeon. Wir probieren es nochmal, Archer Dragon's Cave auf Schwierigkeitsgrad Standard. Das lief beim letzten Mal nicht so gut. Ah, wir haben 3 XP, okay, gut. Ah, ja, das erste was wir machen wollen ist eigentlich den zusätzlichen Würfel haben. Ich glaube das ist ein Fehler, den ich beim letzten Mal gemacht habe. Ach nö, nicht am Anfang, sondern direkt das blöde Eiselementar. Bäh. Bäh. Das lassen wir erstmal. Ja, Goblin ist, glaube ich, schon besser. X per Open Door. Das ist, ist auch ein bisschen beschissen. Wir gibt uns auch nur 2 XP. Ich denke, wir machen den trotzdem. Und müssen jetzt halt hier mal mindestens. Brauchen 2 Würfel hierfür. Plus 3, wir brauchen 5 gelbe. Also wir müssen das machen. Geht gar nicht anders. Ja, die 1 kann weg. Ich brauche kein Schwein. So, wir haben jetzt ein paar blaue, die nicht sonderlich hilfreich sind. Okay, eine 5 und eine 3. Das wäre schon mal das. Dann haben wir da eine 5. Hallo? So. Machen das so. Wir... Die blauen wandeln wir einfach um, oder? Den können wir sonst nichts machen. Gibt noch eine zweite schwarze 4. Okay, dann würde ich sagen, machen wir... Es spielt eigentlich nicht, spielt keine Rolle, wie wir es machen. Wenn wir es so machen, könnte ich einfach kiten. Aber im Endeffekt kriegen wir so oder so einfach einen Chance-Punkt. Das ist okay. Also eine Zeiteinheit. Das ist jetzt halt ein bisschen doof, aber ist so. Können wir nichts dagegen machen. Ich denke, das ist momentan eigentlich fast besser. Gibt uns Flexibilität. Weil wir haben meistens Dinge übrig, die wir nicht brauchen. Und die können wir dann umwandeln in irgendwas Sinnvolles. Okay, das ist schon eher, glaube ich, nach unserem... Nach dem, was wir brauchen. Und das ist auch ein guter Skill für uns. Das ist echt ein guter Skill. So. Making a die uses 3 dices, not 2. Okay, ja. Ich sehe, wie das läuft. Also. Wir wollen keine Würfel umwandeln. Wir brauchen 2, 3, wir brauchen 4. Wir brauchen 3 davon. Wir müssen auf jeden Fall... Also wir gehen rein. Und wir werden die Fähigkeit verwenden. Damit wir einen zusätzlichen Würfel haben. Das ist eine 4. Das müsste reichen. Hoffe ich mal. So. Es ist natürlich wieder der Wurf aus der Hölle. Aber. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir das am besten deichseln. Ich habe eine Idee. Ah, wobei, die können wir eigentlich brauchen. Wobei, es sind Einser. Ich habe jetzt überlegt, wir können die 3 verwenden. Also wir können... Ah ne, können wir nicht. Hat sich gerade erledigt. Wir brauchen ja 3. Wir können nicht umwandeln. Okay. Na schön. Dann... Dang it. Gib mir einen zusätzlichen Würfel und würfel was Gutes. Eine 4. Reicht eine 4?
Oder reicht eine 4 nicht? Wir könnten eine zusätzliche 1 kriegen. Die bringt uns aber genau gar nichts. Also, spielt keine Rolle, wie wir es machen. Verlieren 3. Moment mal, also wenn wir es so machen, verlieren wir 3. Wenn wir es so machen, verlieren wir auch 3. Spielt im Endeffekt also keine Rolle, wie wir es machen. Okay. Schade, aber zumindest kriegen wir einen guten Skill. Zumindest kriegen wir einen guten Skill. Der ist auf jeden Fall nützlich, gerade für den Ding, für den Typen hier. Aber da fehlt uns noch ein bisschen was an Blau. Momentan, bevor wir das Ding angehen können. Und ich brauche 3 XP. Irgendwie, was zur Hölle haben wir hier? Ist das eine Falle? Ein Runenpuzzle. Die Fähigkeiten können wir hier nicht einsetzen. Das ist eine Falle. Wir müssen eine 6 und eine 2 würfeln. Ach Gott. Das hier wird nichts. 2 XP. Eine Potion für... Ach. Wie viel... Ein Item können wir verwenden. Das heißt, wir können das hier noch... Ich denke, das lohnt sich, dass wir einen zusätzlichen davon kriegen. Wir gehen hier rein. Wir dechiffrieren das. Und nehmen zusätzlichen Würfel. Okay, das ist gut. Eine 4. Und jetzt brauchen wir irgendwie... Das reicht. Haben wir richtig gemacht. Sehr nice. Okay, dann kriegen wir das dazu. Ich brauche XP, bevor wir das Ding hier angehen können. So, dann machen wir noch mal ein paar Türen auf. Ein Schloss. Es sind auch wieder nur 2 XP, leider. Das könnte gut sein für Encounter, wo wir halt... Wie viele Skills können wir... 2 Skills haben wir bereits. Wir sind eigentlich voll. Wir sind eigentlich voll. Die Frage ist... Das sind auch nur 2. Ach, Mist. Das Ding bringt uns gerade nichts. Das bringt uns einfach nichts momentan. Es gibt nur 2 XP. Wir brauchen was mit 3 XP. Wir brauchen einen Gegner. Ja, das sieht doch schon eher nach dem aus, was wir brauchen können. Und ich glaube, der gibt sogar 4 XP. 3, 5, 5, 5. Ja, wir nehmen die XP, glaube ich. Der Skill ist zwar nicht schlecht. Ist ein guter Skill. Tja. Was brauchen wir hierfür, um das erfolgreich abzuschließen? Also, wir gehen auf jeden Fall rein. Aber ich denke, wir brauchen... Brauchen wir zusätzliche Würfel? Wir brauchen mindestens 4 gelbe, haben wir nicht. Wir brauchen mindestens 3 lilane, die hätten wir. Das ist aber Best Case Scenario. Wir können einen blauen noch damit dazu holen, dann haben wir aber einen blauen übrig. Das müsste nichts unter eine 4 sein. Ich denke, wir brauchen mindestens einen.
Damit wir das sinnvoll machen können. So, der kann weg. So, gucken wir, was wir würfeln. Was? Immediately discard all ones and threes. Ah, shit. Ah, ich hab's wieder nicht gelesen, ey. Ich hab's wieder nicht gelesen. Scheiße. Eine 6. Okay. Okay, eine 6. Eine 6. Also, eine 4 kommt hier rein. Und eine 4 kommt da rein. Und nun. Eine 5 da rein auf jeden Fall. Ich kann eine 6 hier reinpacken und kriegen 2 Würfel raus. Ist halt risky. Es ist halt ein bisschen risky. Ansonsten bleibt. Drei Schaden. Kriegen wir das besser hin? Theoretisch ja. Wir könnten die zwei umwandeln und könnten dann den hier ausfüllen. Dann kriegen wir einen Schadenspunkt weniger hin. Sind es 2 Schadenspunkte. Oder wir hauen den da rein und machen YOLO. YOLO-Strategie. Kriegen 2 gelbe. Bringt uns aber gar nicht weg. Bringt uns gar nichts, 2 gelbe. Sehe ich gerade. 2 gelbe bringen uns gar nichts. Okay, dann machen wir es so. Geht der dahin. Und die zwei wandeln wir um. In eine 5. Und die geht da rein. Das ist jetzt nicht optimal. Aber es ist auch keine Vollkatastrophe. Immerhin. Wir nehmen die 4 XP. Viele zusätzliche Potion. Haben unseren Würfel. Denke, wir kriegen. Wir bleiben hier erstmal. Was? Nur weil wir bleiben, kriegen wir 2 Schadenspunkte? Ist ein bisschen unfair. Ein bisschen unfair. Das hier ist immer noch ziemlich risky, aber ich glaube, es könnte klappen. Bash it open. Na, ah, das Problem ist, wir können die Fähigkeit nicht einsetzen. Wir probieren den Frosttypen mal. Ich glaube, der gibt 4 XP. Skippen wir oder skippen wir nicht? Das hat eine 11. Yikes. Aber wir kriegen 2 davon. Problematisch sind eher die blauen. Ich denke, wir müssen einen zusätzlichen nehmen, weil wir blaue brauchen. Was passiert? Wir haben eine Potion. Shit. Ich habe nicht aufgepasst. Wir haben nur 5 HP, glaube ich. Ach komm schon, eine 1? Ah. Ekelhaft. Ekelhaft. So, überlegen, wie wir das jetzt am besten machen. Ich denke, die zwei werden wir konvertieren. Den können wir verwenden, um 2 gelbe zu kriegen.
Ich denke, das ist okay. Gib mir zwei gelbe. Muss ich mal ein bisschen überlegen. Dann haben wir noch eine 2, die wir nicht so wirklich gerade brauchen. Das geht mit den gelben genau auf. Ne, wir haben hier die 2 Sechsen und dann die 3 und hier die 3. So, dann kriegen wir hier eine 4 raus. Die 2 blauen bringen uns genau gar nichts. Wir könnten eine 2 draus machen. Eine schwarze 2. Bringt uns aber auch nicht wirklich was. Oder? Oder bringt uns das was? Bringt uns eine schwarze 2 was? Vielleicht will... Wenn wir die 6 hier rausnehmen. Gib mir die 6. Aber geht nicht. Dann bräuchten wir eine 3. Warte mal, wenn wir das so machen. Fehlt eins. Damn it. Es fehlt genau ein Punkt. Das sind die 3, können wir nicht rausnehmen. Die sind hier vonnöten. Verflucht nochmal. Naja, ich denke, wir machen einfach mal das. Und haben wieder eine 3. Bringt uns nichts. Könnten die 3 wecken. Keine Ahnung. Wir haben einfach echt Rotze gewürfelt. Das war richtig mies. Die 3 bringt uns. So können wir die 6 rausnehmen. Das Problem ist, dass uns die 6 nicht wirklich viel bringt. Weil wir wollen hier die 4 zumachen. Wir wollen die 4 zumachen. Das ist die 6, bringt uns gar nichts. Wir bräuchten eine zweite 6. Zwei Leben, das... Ach. Wir sind so gut wie tot. Wir haben eine Potion verwendet. Leider. Und zwar sehr ineffizient. Wir können einen neuen Skill verwenden. Das wäre auch nicht schlecht. Na komm, gib mir das Item. Ein HP mehr. So, jetzt ist die Frage. Bleiben wir noch auf Floor 2, es würden uns sofort wieder einen Schadenspunkt reinrücken. Ich denke, wir gehen runter. Wir müssen. Wir müssen einfach runter. So, geht's sofort wieder los. Zwei weitere Zeiteinheiten weg. Ich glaube, das ist kein guter Run. Ein Käfer. Der könnte gehen. Man denkt, der könnte gehen. Das sind nicht so hohe Zahlen. Wir haben einen schwarzen. Problem ist, Level 3 bringt uns nichts, oder? Ja. Das Problem ist, dass der Level-Up bringt uns nicht mal was. Außer vielleicht ein... Plus ein Potion. Eine Potion bringt uns das. Ja, das Ding. Das ist eigentlich ein schwerer Gegner.
Ich denke, wir gehen da rein. Und wir verwenden das hier einmal. Und damit müsste es... Ach, schon wieder einsen. Das gibt's doch nicht. Warum kriege ich immer einsen? Ah. Auch hier wieder schön viele Einsen. Ah, das ist doch Rotze, ey. Das ist doch echt Rotze. Wie machen wir das? Bringen uns die beiden Einsen überhaupt irgendwas? Ich glaube, die bringen uns nichts. Mit denen können wir rein gar nichts anfangen. Heißt, warum konvertieren wir die nicht und verwenden die an der Stelle? Da haben wir die Zweien. Die bringen uns eigentlich auch nicht wirklich was. Oder? Ich weiß es nicht. Ah, das ist... Da packen wir die 2 und eine 1 irgendwie da rein. Weil alles unter einer 3 ist eigentlich vollkommen nutzlos. So, wir machen das mal so. Gib mir eine schwarze 1. Ja, pack die da rein. Okay, das ist jetzt auch nicht... Das ist nicht wirklich besser. Überhaupt nicht. Das ist immer noch grottenbeschissen. Gib mir noch einen Würfel. Eine 3. Ach! Das gibt's doch nicht. Naja, die 3 können wir zumindest mal da reinpappen. Das muss so wohl sein. Das Problem ist, wir kriegen nicht mal die letzte 5 raus. Und wenn wir das nicht wegkriegen, dann gibt es kein Loot. Das ist irgendwas, was wir machen können, um eine 5 zu kriegen? Ich glaube nicht. Wir brauchen eine Geld. Das gibt's nicht. Das ist echt. Ich glaube, den Round können wir sowas von knicken. Das sind doch alles die blöden 3, ne? Die da. Der muss da und da. Und dann haben wir nichts für die 5. Wir können auch... Ne, wir haben keine 5. Wir kommen auch nicht zu einer 5. Ja, das war's. Game over. Schade. Naja, zumindest können wir 2 Punkte hier verteilen. Und ja, haben jetzt hier zumindest den zusätzlichen, können wir uns einen Skill auswählen. Aber meine Lieben, ich würde sagen, das war's jetzt mal mit dieser Episode. Beim nächsten Mal probieren wir es nochmal, aber dann mit einem Skill. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.